Und wir befinden uns auf der Map Entgleisung. Wir spielen Blood Money, so wie das letzte Mal auch schon, denn der Modus ist einfach geil. Der hat es mir so ein bisschen angetan. Jo, der ist... Ja, ich habe zwar eigentlich, glaube ich, mal gesagt, das sollte der Rush-Modus sollte das hier sein, aber ich glaube, das ist es nicht. Das ist eher Überfall. Aber ich fand das hier eigentlich noch geiler. Und der Heli ist frei, der Heli ist frei. Auch wenn es wahrscheinlich mein Untergang sein wird, wenn ich mich da reinhocke. Und ich unser Team mal direkt wieder schön in der Mauer lenke. Oh, wartet mal. Ich möchte natürlich der Operator sein. Der Operator. Och, kommt, Leute. Ich war als Erster am Heli. Na los, jetzt. Hoch mit dem Ding. TBM 13. Okay. Los, los, los. So, sieht man schon irgendjemanden? Ich glaube nicht. Er will uns hier vorne absetzen. Ich möchte aber gerne oben. Und genau hier möchte ich. So, da oben haben wir schon. Okay, ich bin Sunny. Sehr schön. Na, das ist aber nicht gut. Wartet mal. Irgendwer beschießt uns hier schon. Sehr schön. Und wir zwitschern erstmal schön ab und gehen zu den Gegnern. Hey. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. So, Achtung, Jungs. Dann drehen wir nochmal. Und damit hat keiner gerechnet. Nicht mal ich. Da kommt er wieder zurück. Das ist nämlich der zweite Polizeiwagen. Boah, wenn ich jetzt schießen könnte. Ich sehe einen. So, Achtung, Achtung, Jungs. Macht einen Platt, macht einen Platt, macht einen Platt. Sehr gut. Ich versuche mal ein bisschen zu spotten. Wenn ich es denn hinkriege. Oh, es ist immer noch so ein bisschen geeier mit mir und dem Heli. Aber langsam komme ich ein bisschen besser rein. Guck mal da. Machen alle, machen alle, machen alle. Da unten kommt der Nächste. Ich versuche jetzt wirklich einfach mal ein bisschen zu spotten. Upp. Ja, dann versuchen wir doch mal. Wo ist er denn hin? Ist er weg? Shit! Ich wollte die beiden hier abfangen. Hebt doch mal jemand die Kugel auf. Ah, komm! Oh, manchmal weiß ich echt nicht, was ich falsch mache. Voll drauf gerotzt und er trifft mich hier zwei Schüsschen in den Arm und ich bin tot. Ich meine, er hat's gesehen, er hat mich in den Arm ge... wo ist denn da der Sinn? Oh, Mann. Ja, vielleicht sollte ich auch erstmal wieder reinkommen. Okay, die sind da hinten drin, ne? Oh, oh. Och. Leute, Leute, man spielt es mal zwei, drei Tage nicht. Man ist hier der letzte Dümpelkopf. Okay, das war gerechtfertigt. Da von hinten hat er mich schön abgeknallt. Ja, jetzt machen sie natürlich hier unseren... Dann nehmen wir mal den hier mit. Warte, lass mich mal raus. Hier ist ein Bulle. Ja, mal gucken, ob ich irgendwas damit anrichten kann. Jawohl, Fahrzeug zerstört. Aber da war der Typ noch. Der da drin, ne? Ich hoffe es nicht. Alter Falter. Oh, die kommen raus. Und ich rotz daneben. Okay, einen haben wir mal endlich. Oh, oh. Oh, shit, Mann. Tränengas und alles. Beschmeißen die mich hier. Oh, Leute, ich muss das Aiming wieder runterstellen. Ich glaube, das hat der... Ich habe es letztens noch mal mit dem Gusha gespielt und der macht immer das Aiming so hoch. Ich habe das Gefühl, damit kann ich zwar schön in die Wolken gucken, aber nicht effektiv zielen. Hier, das muss auf 15. Krass, 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 krass. Kriege ich hier auf den Sack. Okay, wir wollen das Kohle von denen holen. Bin ich dabei. Ist nie verkehrt. Halt. Ich brauche Hilfe. Jemand muss das Fahrzeug reparieren. Fahrzeug, was? Das wollte ich gar nicht sagen. Ich sehe sie halt nicht. Immer diese warum muss heute alles in Neonfarben irgendwie auf der Map angezeigt werden? Manchmal verstehe ich es echt nicht. Immer diese Neonfarben leuchtenden Dinger. Das nervt auch. Früher die Spiele konnten doch auch ohne Neonfarben der Leuchtreklame auskommen. Ich finde, man sieht die Gegner überhaupt nicht mehr. Dieses Geldsymbol, das leuchtet in der Mitte. Und verdeckt damit jegliche... Hier, so ein Riesenteil. Ich meine, es ist ja schön, dass ich dann weiß, wo ich hinfahre. Aber wenn da sich irgendwo ein Gegner befindet, in dieser Richtung, sehe ich halt nichts.
Oben ist er doch. Mach ihn doch platt. Verdammte Axt, ey. Jawohl, jetzt habe ich endlich mal einen. Das ist einer von uns, oder? Ja. Das ist der nächste. Och Leute, das kann doch echt nicht sein. Das ist doch echt scheiße hier. Mit einem Schuss von einem von so einem R700-Dings in Körper. Also meine Fresse, jetzt mal ganz ehrlich. Ich möchte auch mal so eine Waffe freischalten. Aber da muss man es wahrscheinlich wieder Millionen von Jahren spielen. Ansonsten hat man keine Chance, hier irgendwas freizuschalten. Oder man kauft sich diese Mega-Booster-Packs. Alter, stirb doch einfach. Vielen Dank fürs Absetzen vor den Gegner. Ich könnte kotzen, ich krieg hier nur auf den Sack gerade. Wie steht's denn? Ich vermute mal, das gegnerische Team ist tausendmal besser. Genau so ist es. So, wartet mal. Oh, warum ist denn hier die Mucke an? Der Guscha hat ja wieder alles verstellt. Fahrzeug, wo ist denn dieses blöde Radio? Zielbogen, was? Zielbezo will ich nicht. Ich will das Radio ausmachen. Ist das denn so schwer? Hi-Fi Deutsch, nein, will das Radio aus. Ah. Hey, komm wieder her. Mach hin. Okay, wir klauen jetzt mal die Kohle von denen. Ich habe das Gefühl, was wir hier gerade so vom Stapel lassen, ist, dass das absolut Schrott ist. Das mit den Scharfschützengewehren raff ich echt nicht. Also ich habe schon ewig viele jetzt ausprobiert und kein einziges Scharfschützengewehr one-shottet. Und die treffen mich hier irgendwo in Zeh und irgendwas und machen mich sofort platt. Finde ich sehr merkwürdig. Ich würde auch gern solche Waffen mal haben. Aber ich weiß leider Gottes nicht, wie man die freischaltet. Hier drüben ist einer. Mal endlich mal ein. Da oben ist noch einer. Komm. Ich habe einen festgelagert, hier drüben. Einer unserer Leute ist am Boden. Ach was, so eine fette Explosion. Und die Typen werden nicht gegrillt. Das ist aber auch merkwürdig. Hey, da ist einer. Werfe eine Granate. Und? Ach, fliegt natürlich, oder? Ach, komm, geh hoch, Mann. Die braucht aber auch eine halbe Stunde. Nee, so hoch, hier hinten kommen die Nächsten. Ich sehe hier einen Kopf. Okay, also Headshot habe ich ihn verteilt, das ist glaube ich der rote Marker. Und noch einen normalen Schuss und er lebt noch, das ist... Das klingt doch schon mal nach einem Plan. Wo ist er hin? Ich habe das... Leute, ich würde gern wissen, wie die das machen, dass ich so schnell sterbe. Ich verstehe das absolut echt überhaupt nicht. Ich höre ihn schießen und bin dann in der nächsten Sekunde tot. Ich weiß, das ist natürlich alles Ausreden, weil das Spiel natürlich das so brechend ist, für alle gleich ist. Aber ich verstehe es nicht. Ich meine, ich habe eine 100.000er Internetleitung. Mein Ping ist extrem niedrig. Und, also irgendwie... Und es wird mir ja angezeigt, wie ich die Gegner treffe. Per Hitmarker. Deswegen ist das alles sehr mysteriös. So, da sind sie doch. Wow, da hinten die Dinger weg. Hallo. Mit deinem blöden... Ach, das kann man nicht abschießen, warum auch immer. Oh, dich hole ich mir, du Hund. Nicht mit mir. Oh, komm. Jawohl, ja. Endlich mal ein kleines Erfolgserlebnis. So, und weiter geht's. Weiter geht's hier im Starte... Irgendwas. So, gegnerischen Tresor, den müssen wir natürlich holen. Und mit dem Geschütz hier oben drauf ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Vielleicht liegt es auch einfach nur dran, dass ich es ewig nicht mehr gespielt habe. Und man muss halt erstmal wieder reinkommen. So. Oh, wo zieht es denn hin hier? Hier ist ein Bulle. Ja. Nein! Mach doch nicht den Zoom weg, Mann. So, ihr Schweine. Ach, fuck, jetzt steige ich natürlich aus. Oh, wen habe ich erwischt? Na, kommt. Die greifen unser Tresor an. Da haben sie ja nicht viel zu greifen, oder? So viel haben wir ja gar nicht. Das finde ich auch mal doof hier. Ich weiß nicht, ob das am PC anders ist. Dass man
Das geht viel schneller, nochmal außen nochmal einzusteigen, dass man gleich wieder als Fahrer drin ist. Sonst muss man ewig X drücken. So. Sehr gut. Natürlich. Mit der Farmers reicht immer ein Schuss. Oh, ich höre wirklich nur einen Mündungsschuss. Einen einzigen. Und ich bin tot. Was doch alles sehr merkwürdig ist. Ach man. Jetzt will ich mich einfach noch reinlassen können. So ein Trostpflaster. Wir kriegen aber echt dermaßen auf den Sack. Ich bin gar nicht so schlecht. Ich habe sogar die meisten schon abgeschossen. Dafür, dass ich hier die große Träne im Auge habe. Ey, ihr Säcke. Die haben unsere Kohle, Leute. Okay. Zwei Rüstungsdinge abgezogen. Das ist ja wirklich eine wunderprächtige Angelegenheit, was wir hier machen. Jungs, wir müssen den aufhalten da. Scheiße, scheiße, scheiße. Die haben da echt durch die ganze Kohle von uns gemopst. Irgendwo ist ein Scharfschütze. Die haben die Map aber auch gut eingenommen, ja, muss ich mal sagen. So, eine Hilfsgranate. Ui. Und ich weiß nicht, diese Symbole, ich finde, die sind viel zu groß. Das nimmt so viel Übersicht. Er rennt hier einfach rein. Ich würde ja mal ein bisschen gucken. Ah, der Sack haut er einfach ab. Komm, zieh doch. Mann, ey. Ich konnte ewig nicht zielen, weil er ewig an diesem Nippel darum zieht. Jetzt nimm doch die Waffe. Oh, Leute. Es ist so adynam. Ich hänge da dran. Natürlich. Mit einem Schuss, so wie immer. Ich hänge da dran, will die Waffe nehmen, drücke hier Viereck eine halbe Stunde. Es passiert einfach nichts. Meine Fresse. Meine Fresse. Warum geht das denn nicht? Jetzt knall doch einfach mal drauf, Mann. Was machst du denn mit der Granate? Was soll denn das bringen? Rennt da mit der Granate hinterher. Das ist doch albern. Wir müssen vor allem das Dach wieder einnehmen. Der geht mir auf den Senkel da oben. Wo sind wir jetzt? Ach, das ist unser Tresor. Ja, und unser... Wartet mal. Wartet. Nimm ich mit. Brauche Abholung hier. Abholung. Ich brauche einen Transport. Vielen Dank. Wo ist er denn hin? Ach, wartet mal. Da ist er doch. Man muss mich mitnehmen. Warte mal. Hä? Wurde er nicht gerade abgeknallt? Ah, oh, jetzt dreh dich doch. Aus hier, los! Jetzt aber echt mal raus. Warum bin ich hier so schwer beschädigt? Na komm. Der geht außen rum. Der will mich abknallen. Wie so viele in diesem Spiel. Jetzt wollen sie meine Kohle mopsen. Die nehmen sich unser Tresor vor. Sehr gut. Die Rache der Currywurst. Okay, ach, der hat wahrscheinlich einen Headshot bekommen, habe ich mal, glaube ich, nachgelesen. Dass, wenn die einen Headshot verteilen, dann kann man dummerweise nicht mehr reanimieren. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Oh, ich hämmer hier immer schön auf R2. In der Hoffnung natürlich irgendwie noch zu markern. Ach, jetzt halt doch mal stille, Mann. Oh, er ist so ein Held. Ja, jetzt... Oh. Du oder ich, das ist die Frage. Da ist er doch. Fucker. Und der mit seiner Karre hier, was macht der? Der gurkt hier ewig rum. So. Jetzt nehme ich mir mal die Position da oben vor. Ah, ne, da oben ist eine Mine. Weiß ich auch nicht, was kann man an der Stelle gegen die Mine machen? Halt. Alter! Ach, natürlich. Mit dem Messer einmal an der Schläfe gestreichelt. Hab die Animation dummerweise nicht ausgelöst. Und kacke hier ordentlich ab. Mann! So, los jetzt hier, Man. Greift den ihr Scheißlager an. Wir kriegen sowas von auf den Sack. Da ist eben dann das Aiming wieder zu langsam. Sonst hätte ich den gerade noch schön messern können. Ach, Tresor verteidigen, ich glaube. Da ist eh nichts drin.
Wir sollten mal die Position hier oben einnehmen. Der Tresor wurde aufgeräumt. Holt euch die Kohle zurück. Ist hier noch irgendwo wer? Hey, hey. Jetzt gehe ich mal runter, nur mal ein bisschen Kohle. Alter, da unten ist er. Da oben ist einer. Sehr gut. Kommt, Jungs, jetzt ran an das Ding. Ran an den Speck. Medikit! Oh, oh, da hinten kommt wer. Ich hab dich doch gesehen. Haben wir hier irgendwo eine Karre? Da fährt sie gerade davon. Okay, komm. Vielleicht nimmt der uns ja noch mit. Ach, nun stirb doch einfach, du Sack. Sehr gut. Da brauchen wir noch einer. Ja, ich weiß. Oh, man. Ach, komm. Na, die Farmers. Also, die muss ich mir auch holen. Das ist ja der Hammer. Der schießt da nur einmal drauf, oder? Das ist der Hammer, wie der zielt. Der Typ. Also, so schnell bin ich noch nie gestorben. Es liegt natürlich meine ganze Kohle schön da. Hier ist einer. Ach. Granate kommt. Komm, 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 lad nach, Junge. Ich verstehe es echt nicht. Ich brauche eine andere Waffe. Also die ist doch irgendwie... Ich weiß nicht. Ich habe da voll drauf gezogen. Aus der nächsten Nähe. Nicht mal anvisiert. Was soll ich da auch anvisieren? Ah, die macht halt einfach... Ja, hier Schaden. Na, toll. Ah, guck mal hier. Das ist natürlich mal ein anderes Kaliber. Ne? Die machen natürlich... Ja, da brauche ich mich nicht aufregen drüber, wenn ich hier halt sowas sehe. AKM, das ist ja der Hammer. Und warum kann ich das nicht nähen? Ach, da brauche ich hier wieder Freischaltkriterien. Ah, sowas hasse ich. Dieses das ging doch damals bei Counter-Strike auch, dass man einfach alles freischalten konnte, wenn man gut war und hat einfach das Geld erspielt. Und hier musste halt stundenlang irgendwas erspielen. Warum man sich zu diesem Mist entschlossen hat, weiß ich nicht. Und hier kann ich halt noch nichts machen, weil ich halt nicht ununterbrochen an der Konsole hänge. Na gut. Halt. Weg! Och, ihr könnt mich doch mal am Arsch lecken hier. Scheiße, verteidigt den Tresor. Das wird schwer fallen. Ich hoffe ja, dass ich jetzt echt ein bisschen mehr Damage mache. Da hatte ich natürlich echt diese Standardwaffe noch drin, die überhaupt kein Damage macht. Jetzt kann man natürlich auch dummerweise das Fahrzeug... Hier ist doch gar keiner. Von wegen, hier schießt doch irgendjemand. Ich steige, glaube ich, mal ins Auto ein. Irgendwo hier ist einer. Wenn ich nur wüsste, wo. Kann natürlich auch sein, dass die hier bei uns campen. Das ist vielleicht gar nicht so abwegig, dass die hier oben Wachposten aufschlagen. Ne, hier ist aber keiner. Dann werden wir mal wieder rüberfahren zu denen und ein bisschen Kohle mopsen. Ach komm. Scheiß tiefer gelegte Karriere halt. Da kommt ein Heli. So, also es lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, dass die bei uns Kohle klauen, denn so viel haben wir ja gar nicht. Wieder mit. Transportheli. Er will nicht mit. Ich würde gern hupen. Ah, mit Elsbogen, das will er mit. Achtung, ah shit, da hinten kommen sie jetzt. Was denn? Ich dachte, der ist jetzt drinnen. Steigst du jetzt mal ein, Mann? Ah, da hinten kommen sie. Die Kiste wird auseinandergenommen. Allerdings. Alter Verwalter. Komm, rauf hier. Jetzt kommen sie hinten mit der Karre an. Alter Verwalter, das ist mal eine andere Hausmarke. Kopfschuss, tot. Okay, da kommen sie. Na, die steigen gar nicht aus. Oh, jetzt hauen sie ab, jetzt haben sie Schiss. Oh, die hört sich schon geil an hier. Die AK, oder was ist das? Das ist natürlich echt eine Hausmarke hier. Wow. Na gut.
Der war leider Gottes schon tot. Waller, dich rette ich. Wo ist er denn hin? Hä? Er ist einfach... Er ist vor meinen Augen weggeploppt. Irgendwer hat die Mucke hier an. Ach so, die Mucke ist an, weil wir gerade verlieren. Oh, oh, oh. Na gut, das war's. Aber ich bin glücklich über diese Runde, denn ich habe jetzt endlich eine Waffe gefunden, die mehr Bums hat. Aha. Na gut. Ganz schlechte Aktion hier. 14 Kills, 12 Verluste. Na gut, das ist eigentlich sogar noch positiv. Spotting Coin geholt. Assault Rival Coin und Avenger. Aber, naja, positiv war das hier nicht. Wir sind aber aufgestiegen in den Rang 18. Der nächste wäre dann folglich Rang 19. Punktestand, ja, mal gucken. Ja, 5. Platz ist natürlich echt nicht gut. Aber immerhin die zweitmeisten abgeschossen, zumindest in meinem Team. Aber ich habe halt keine Kohle geholt. Einmal haben wir es versucht, aber sind wir halt gnadenlos draufgegangen. Ach komm, wir hängen gleich noch eine Runde dran hier. Everglades, Blood Money. Na gut, zu der Map habe ich ja schon mal meine Meinung gesagt. Die ist überhaupt nicht so hübsch, ne? Die ist überhaupt nicht schön. Vielleicht sollten wir auch... Aber ich finde, im Blood Money geht sie sogar echt, weil der zentrale Punkt, der ist gar nicht schlecht gemacht. Ich finde, das bei Hotwire ist so ein bisschen langatmig. So, meins. Weg, weg vom Heli. Ich liebe den Heli. Es ist zum ersten Mal ein Battlefield, wo ich einen Heli mag. Sonst habe ich den echt nie gemocht. Allerdings wäre es wahrscheinlich gar nicht verkehrt, wenn wir den hier nehmen. Mit unserem Gadget. So, dann wollen wir mal. Da können wir nämlich direkt vorne den Spawnpunkt setzen. Der meistens direkt kaputt gemacht wird, aber naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht können wir hier schon wieder irgendwie spotten. Los, nice ab. Steigen die jetzt wirklich alle aus, oder was? Okay, so, jetzt kann er von der Seite hier noch schießen, wenn er Bock hat. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und wir machen uns hier einen schönen Spotting Point. Spawn Point, nicht Spot Point. Wo ist denn das? Was? Ach, das ist der gar nicht. Oh, es klappt doch heute gar nichts. Ich muss das Spiel öfter spielen. Ich muss es öfter spielen. Jetzt habe ich auch noch die Pumpe in der Hand. Die mag ich ja überhaupt nicht. Ich habe ja alles versiebt. Jawohl. Erste Kohle geht direkt mal an mich. Jawohl, da gebe ich sie auch gleich wieder her. Skorpionwaffe. Aber wenigstens haben wir so ein paar Mal schießen gehört. Und nicht wieder so ein One-Hit-Wonder. Aber der hat natürlich auch das Aiming-Ding hier viel schneller eingestellt. Gadgets. Hier habe ich überhaupt kein Gadget drin. Warum auch immer. Ja, ich spawn direkt. Ich habe zwar eigentlich Viereck gedrückt. Aber, na gut. Eigene Tresor. Warum ist das Ding eigentlich hier? So, mal gucken, ob wir es schaffen. Ich hoffe es ja. Das war knapp. So, Freunde, wir gucken einmal kurz zu Hause vorbei. Alles sicher. Die haben schon wieder 6000. Das sind sie doch. Da ist ein Verdächtiger in deinem Wagen. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Wundervoll. Hier muss man nochmal aufpassen, ob man hier schon irgendwas auf der Straße sieht. Denn es ist prädestiniert für Minen. Aber, nö. Aber, nö, aber die machen wieder gut Punkte, die Gegner. Das geht mir auf den Sack, Mann. So, jetzt können natürlich alle hier spawnen, wenn sie wollen. Bleiben wir mal hier hinten, dass wir nicht gleich gesehen werden. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus aus dem Dümpel.
Wir verteidigen jetzt nichts. Wir greifen jetzt mal die Gegner an hier. Kommt her. Scheiße, ich brauche ein Medikit. Ja, Medikit brauche ich auch, aber ich wollte eigentlich los sagen. Okay, Kollege. Hier stehen, glaube ich, immer noch Mopeds rum. Genau das. Nehme ich mal bitte mit. Ach, komm. Er trifft aber auch nur... Nee, er trifft beide, ne? Mit einem RPG. Das war bei Battlefield 3 nicht möglich, einen mit einem RPG direkt wegzuholen. Aber wir haben ja unseren Spawnpunkt. Und ich habe wieder die Waffe nicht gewechselt. Okay, der haut ab. Neuer Versuch. Achtung, Granate. Ups. Alter. Ja, das war gut. Jawohl, ja. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt? Sieht man das irgendwo? Auf verdächtigen Wagen achten. Jawohl, gleich den nächsten. Alter Falter, das Ding haut ja ordentlich rein. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen in Deckung begeben. Werfe eine Granate. Du bist verhaftet. Ich bin verhaftet? Oder wen? Okay, ich muss jetzt meine Kohle nach Hause tragen. Stirb doch. Jawohl. Jetzt habe ich aber die... Das ist meins. Weg da. Das ist ein Gegner. Oh, fuck. Okay, der Spawnpunkt, den lassen wir mal da hinten. Und wir zwitschern jetzt mal schön ab mit der Kohle. Okay, ihr müsst zugeben. Die Aktion war gar nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade einen Puls von 180. Boah, jetzt ging mir aber echt gerade die Muffe. Ich wollte das Ding jetzt nicht verkacken. Ich hoffe, jetzt liegt hier keine Mine. So, Leute. Wir haben das... Mäh, mäh. Verpiss dich. Das war gut. Das war gut, Leute. Das hat mir sehr gut gefallen. 500. Jawohl, ja. Den Beweismitteln. Für einen Arsch, Mann. Ich finanziere gerade die nächste Grillparty. So, Jungs. Angriff. Ich hoffe, meine Jungs, das ist richtig geil, wenn man das hier vermint. Das fetzt. Zack. Ist unser Spawnpunkt eigentlich noch da? Da ist ein Gegner. Irgendwo hier. War eben ein Gegner. So, weg. Mäh, mäh. Verdächtiger eliminiert. Oh, fucking die Duck. Da sind ganz viele. Aber war schon geil, ne? Guck da einfach mal vor. Da versucht er hier das Auto aufs Korn zu nehmen und kriegt von hinten erstmal schön die Breitseite und ein Auto ins Kreuz. Wo ist denn hier unser... Spawn, Auto. Was macht denn das hier? Das ist doch Kacke. Leute. Weg. Ich weiß nicht, das ist doch nicht sinnvoll, oder? Nein, sind sie übrigens hinter dir, ne? Ach komm, der trifft mich. Vor mir ist einer mit einem fetten Schild und den trifft er nicht. Ich war genau in seiner Bahn, auf seiner Linie. Okay, aber jetzt lerne ich draus. Jetzt wechseln wir die Waffe hier. Die ist nämlich nicht gut. Tja, was nehmen wir an der Stelle? Pumpe will ich nicht. Alles schlecht. Jetzt habe ich natürlich auch kein Geld mehr, ne? Hehe. Tja. Oh, Mann. Ja, nehmen wir das. Warte mal, ist da einer auf dem Dach? Ja, aber der ist von uns. Jetzt ist das Ding wieder hier, Mensch. Fahrt das doch mal rüber. Was macht ihr denn? Ja, hör auf mich zu... Ach, hier sind Gegner, oder was? Mann, ey, da lassen die natürlich auch alle den... Ach, den hätte ich natürlich reanimieren können. Da lassen die auch noch hier den Spawn-Regen auf unserer Seite stehen. Das ist doch kacke, Mann. Die haben viel mehr Kohle als wir. Jetzt müssen wir natürlich irgendwas bringen. Manchmal verstehe ich es echt nicht. Da hocken sie da zu zehnt in unser Teil drumrum. Anstatt mal jetzt mal hier das Spawn-Teil bei denen setzen. So ungefähr. Und gleich noch eins hinterher. Sehe einen im Wohngebiet. Ah, ich hab's zwar nicht sinnvoll, jetzt haben wir nur unsere Position verraten.
Vielleicht war es ja auch nicht sinnvoll, dass ich das Ding jetzt weggefahren habe, aber... Oh, könnte ich den mal bitte treffen? Was ist denn mal hier los? Ach komm! Was ist denn hier mal los, Mann? Wie könnte ich kotzen? Natürlich, ich bin wieder fast tot. Ne? Ach, immer dasselbe Spiel. Wenn sie nicht zielen können, wenn sie nichts können. Mit dem RPG in der Hand scheint es hier wirklich immer wieder machbar zu sein. Also, das finde ich echt absolut lame. Sorry, Leute, aber das finde ich geht gar nicht mehr. Das ist der RPG. Okay, gegen Fahrzeuge sehe ich ein. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Das Ding hier ist Gold wert, weil ich gesetzt habe. Ey, ich hasse dich. Ja, das kann schon sein. Oh, oh. Markern geht nicht. Markern geht nicht. Warum geht mein Marker nicht? Sucker. Sucker McFucker. Mann. Wir müssen die hinten mehr behaken, noch mehr als überhaupt. Ah, die Hütte da hinten, die ist wahrscheinlich jetzt Gold wert. Ein SUV mit einem MG. Ich hab einen. Wirf doch eine Granate. So, viel Spaß. Ah, dieses Auto-Aiming, ich wollte auf den Fuß ziehen. Und da ist wieder irgendein Scharfschütze, der mich mit einem Headshot alle macht. Krass. Also dieses Schild muss auch Gold wert sein, zumindest wenn man das auf dem Rücken selbst trägt. Ich glaube, dann ist man hinten unverwundbar. Kann das sein? Oh, die Hütte ist weg. Da ist ein Wagen! So, mein Freund, wo bist du? Ach Mann, wo ist der denn? Das gibt's doch nicht. Immer derselbe hier. Wo hockt der denn rum? Wo ist der denn? Hier ist wieder unser SUV. Ich glaube, das wollen sie nicht da hinten haben. Ah, jetzt holen wir mal so ein bisschen Geld hier. 100, das gibt's auch. Ach komm. Oh geil. Das hat sich gelohnt. 150 volle Taschen. Oh oh. Nein, 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 nein. Jetzt möchte ich hier einfach mal in Ruhe. Was? Vorteil? Kann ich hier volle Gesundheit? Zusätzlich Granaten, mach weg, mach irgendwas. Es wurde Geld aus unserem Tresor gestohlen. Shit, ey. Jetzt könnte ich dir natürlich noch schön die Karten spielen, wenn ich dort drauf gehe. Aber wir haben. Kommt. Oh, jetzt fängt der echt meine eigene Brandgranate ab. Ey, was ist denn heute los? Fährt mir genau rein. Ich meine, klar, woher soll er es wissen? So. Oh, das ist so ein Pech. Da gibt's doch gar nicht. Fährt er mir genau rein. Warte, nehme ich mit. Ah. Was macht er? Jetzt fährt er da lang. Der will mich doch rollen hier. Gib Stoff. Ja, ein bisschen aufhalten. Der Verdächtige hat eine Panzer. Na, das war so klar. Das war so klar, dass die da vorne jetzt irgendwie die Straße dicht machen, nachdem wir da schon die ganze Zeit drüber humpeln. Na gut, versuchen wir mal da ein bisschen was oben anzufackeln. Und? Nervt's? Ich hoffe. Ich will jetzt einfach nur noch nerven. Richtig viel bringen tut's ja eh nicht. Ach, jetzt sind sie alle. Scheiße, Mann. Sowas Dummes. Na klar, ich habe ja die erste Granate da drüben schon geschmissen an unserem Teil. Aber da hinten sieht aus, als würde da eine Atombombe hochgehen. Verdammte Axt. Markieren kann ich keinen. Komm, rüber.
Okay, der hat den Punkt da in der Mitte eingenommen, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Und wir werden jetzt unseren Spawnpunkt mal ein bisschen außerhalb legen, in der Hoffnung, dass das natürlich mal ein bisschen länger überlebt. So, hier fällt der doch gar nicht auf. Es fällt natürlich auf, wenn sie irgendwann die ganzen Leute immer aus der einen Ecke herkommen. Also da erkenne ich da meistens. Oder sieht man das auf der Strecke? Nee, das sieht man nicht, oder? Bestimmt wieder irgendwo ein Sniper. Jawohl, meins. Alter. Fuck dich doch am Sack. Oh, wieder so einer. Die haben alle Schilde. Ey, das ist ja... Sind wir im Rollenspiel oder was? Haben sie alle Schilde, aber alle. Was ist denn hier los? Aber guck mal, mein Spawnpunkt wird hier rege genutzt. Scheiße, Mann. Scheiße. Ah, das Ding ist... Da ist doch einer. Och, Mann! Oh, jetzt stirb doch halt endlich! Ah, ist das ärgerlich, sowas. Ein ganzes Magazin. Oh, und noch mit dem Revolver. Und die leben halt ständig noch. Och, jetzt hat der meinen Spawnpunkt benutzt. Sehr gut. Das Problem ist natürlich, wenn man gerade so in Ekstase ist und in Rage, dann klappt gar nichts mehr. Ist man noch schlechter. Oh, spotten kann ich keinen. Mein Laptop steht noch da. Ich könnte es natürlich noch ein bisschen näher setzen. Ich habe das Gefühl, die hocken hier in diesen Scheißgebäuden. Da. Gut, Mike. Hier kommt ein Brandsatz. Da ist einer. Leute, es ist doch nicht mehr feierlich. Also immer der Typ mit seinem RPG. Mann, ey, das ist einfach unfair. Sorry, das ist einfach megamäßig unfair. Und ich hab das Ding halt nicht, ne? Oh. Ist da oben einer, ne? Ist irgendeine verpixelte Pflanze, die da oben rumgurkt. Ah, komm! Mal das Ding nochmal hier nochmal ein bisschen. Ach, jetzt leg doch das Teil hin. Oh oh. So, werde ich hier gleich wieder mit dem RPG abgeschossen? Ach, guck mal, der liegt hier. Das muss man auch erstmal wissen. So. Haha! Was? Da kommt ja gar nichts raus aus dem Teil vorne. Ich habe Schießen gedrückt. Ich dachte, die Animation für Schießen würde irgendwie eingeleitet werden, wenn ich Schießen drücke. Hatte keine Lust gerade. Oh, der kämpft wirklich nur in diesem komischen Teil, ne? Das ist... Kann ich hier nicht mehr raus, oder was? Yo! Heidewitzka, der guckt nach links, ich schieße ihn an, er guckt zu mir mit einem Schuss, da bin ich weg. Also... Jetzt mal ganz ehrlich, gibt's Cheater? Gibt's Cheater auf der PS3? Gibt's sowas? Also, das ist doch schon sehr, sehr merkwürdig, dass mich immer derselbe mit einem blöden Schuss wegholt. Oh. Nein, ich möchte ihm ja kein Cheating unterstellen. Das ist wahrscheinlich, hat er mich ganz regulär abgeknallt. Aber es nervt halt einfach nur. Verlieren nervt. Na, ist hier einer drin? Ja, natürlich. Was sonst? Wenn die Scheiße so richtig am Dampfen ist, ne? Wenn die Kacke so richtig rumbrodelt, dann setzt man seinen Spawnpunkt und rennt immer wieder rein und rutscht immer wieder auf der Scheiße aus. Alter, es ist doch der Hammer. Das Auto steht bestimmt schon ein halbes Jahr da und wenn ich da komme, dann geht's gerade hoch. Wo ist denn der Hund? Außen. Oh, komm. Ach, jetzt gehe ich einfach ran, was soll's. Werfe Brandgranate! An alle Einheiten. Wir müssen beschlagnahmtes Werfe Geld Brandgranate! Vorsicht! Okay. Einfach ein bisschen Kohle mitnehmen und dann abhauen.
na klar, natürlich. Ach, leckt mich doch am Sack. Ich weiß echt nicht, was ich anders machen kann. Ich meine, also, selbst wenn ich... Es gibt so ein... Also, mehr als draufholzen. Vielleicht ist die Steuerung doch zu lahm. Ich kann gar nicht in der Zeit hinterher aimen, aber ich finde halt, die Waffe ist auch so mega schwach. Ist halt auch die erste. Natürlich. Weil ich halt wieder nicht Jahre gespielt habe, habe ich die... Aber die ist gar nicht... Die ist am stärksten hier bei ihm. Nicht ganz. Nicht AWS, das ist natürlich das Ding, was der eine hatte. 81.000, so viel habe ich noch nie erspielt. Das ist natürlich übel. Da muss ich das Spiel noch ein paar Jährchen spielen, bevor ich in diese Region der guten Waffen komme. Das geht leider nicht. Das, ich finde sowas so furchtbar. Warum man sowas reinbringt? Warum man das nicht gleich irgendwie freispielen kann? Nein, da muss man auch ewig viel mit irgendwelchen Missionen machen. Ja, höchstens meine. Wo ist er denn? Ja, ich hol's einfach rein hier. Ist mir jetzt egal. Jetzt gibt's Feuer für alle. Ich hab ihn gesehen. So, wo soll der? Oh, allein der Aufsatz hier nervt mich schon wieder, weil der so riesig ist. Das nervt, glaube ich, immer, wenn man verliert. Das ist einer von mir. Das ist auch ein. Ah, fuck you! Wie trifft der mich von da? Ach komm, leg das Medipad. Rechts und links wieder vertauscht. Ah, okay, wir haben echt. Und wer? Wer wohl? Wer? Skaha. Mit dem Schild auf dem Rücken macht er hier einen auf Dark Souls Freak. Alter. Und wir verlieren eine Runde nach der anderen. 13 gekillt, 16 Verluste. Zu Recht hier total abgelost. Zu Recht. Scheiße. Na gut, nächste Runde. Nächste Runde wird's.